Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Night of the Dead. Wir haben eigentlich in den letzten zwei Folgen recht viel erledigt. Also wir waren ja im Krankenhaus, wir haben die U-Bahn im Grunde geräubert und haben deswegen auch recht viel Eisenmaterial. Das heißt, wir können jetzt demnächst auch mal anfangen, dass wir die Sachen so ein bisschen mehr auf Eisen ausbauen, was auf jeden Fall ganz wichtig ist. So, aber jetzt werde ich erst einmal die Sachen hier ein bisschen aufrüsten noch. Quasi die letzten Wände, die wir da noch gestellt haben. So, und damit ist nämlich dann auch der Weg schon mal soweit fertig. Ist natürlich die Frage, sind wir überhaupt fertig für die Welle, die da kommen wird? Das kostet halt wirklich 6 solche Teile, ne? Das ist echt Wahnsinn. Und kein Explosiv. Komm, wir upgraden das. Das ist jetzt egal. Ist schon heftig. Das da braucht halt nur eins, ne? Gut, ich habe ja sowieso vor, das habe ich ja das letzte Mal gesagt, dass wir hier oben... Ach ja, ich hab eine Kiste noch hergestellt für das ganze Benzinzeugs. Das ist am Wabern, ist in Ordnung. Fundament, Boden. Da wollte ich nämlich nochmal einen hersetzen. Aber warum ist der so tief? So, ne? Das ist doch besser, weil ich möchte einfach, dass hier... So. Genau, passt. Weil ich möchte ja hier hochlotsen dann im Grunde. Wenn, sollten die das hier durchschaffen, durch diesen ganzen Parcours, möchte ich ja, dass die hier hochkommen. Deswegen soll ja auch dann hier, da muss ich wahrscheinlich noch die Fallenmaschine oder sowas machen, ne? Pendel, genau, da braucht man die Fallenmaschine. Obwohl die Fallenmaschine, die habe ich doch in die eine Kiste rein. Ich glaube sogar in die letzte. Oder vorletzte in dem Fall dann. Mal reingucken. Aber Zahnräder habe ich da drin. Ich habe jetzt auch noch gar nicht Sachen rausgeräumt, weil ich mir dachte, wir müssen eh ein bisschen bauen. Aber hatte ich die Fallenmaschinen? Die hatte ich doch irgendwo rein. Warum? Also manchmal wundert es mich. Es läuft das eine Mal extrem gut und im nächsten Moment fängt es dann so arg das Ruckeln an, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich dachte, ich hätte noch Fallenmaschinen gehabt. Ach Quatsch, die habe ich ja da eingesetzt. Ja. Die habe ich ja eingesetzt. Warte mal, Fallenmaschinen hier. So, wie viel können wir machen? 2. Na gut, dann stellen wir die 2 halt mal her, ist egal. Schauen wir mal, ob man Pendel machen können. Ja, ist auf jeden Fall machbar. Du gehst schon wieder ins Menü. Lass das. Weil ich glaube, es ist ja unerheblich, wie die laufen. Na, ob die jetzt halt rauf, runter, kreuz, quer laufen, dürfte eigentlich egal sein. Wir schauen jetzt, ich möchte es auf jeden Fall ausprobieren. Das ist mir ehrlich gesagt jetzt erst einmal egal. Ich möchte das Pendel ja in diese Richtung stellen, dass wenn die hier reinlaufen, dass die dann hoffentlich auch runtergekickt werden. Ist jetzt die Frage, ne? Also da kann ich es auf jeden Fall platzieren. Das mache ich auch einfach. Das ist mir Rille. Warte mal, ich könnte höchstens schauen. Geht's noch eins zurück? Da wäre es nochmal besser. So, weil dann haben wir nämlich wirklich das Pendel, das schwingt ja hier rum. Zack, haut die quasi runter. Und das genauso. Das kommt hier. Zack und hau die runter. So soll es normalerweise sein, wenn das alles richtig läuft. Warten wir mal ab. Ich weiß eh nicht, wann soweit ist, dass die hier hochkommen. Hier genau Tür. Würde ich auf jeden Fall hier oben eine bauen wollen, dass ich im Grunde hier dahinter kann. Ich hoffe, das haut so hin, ne? Ich denke aber schon. Ich meine, ich baue es eh sehr verwirrend. So. Können wir es nochmal upgraden? Nee, da fehlen mir noch Stahlstangen und Nägel. Aber ist jetzt erst einmal egal. Ich würde gerne schauen,
dass wir hier noch so Dinger hinmachen hier. Haha, und da ist natürlich die Frage, kann ich die überhaupt da hinbauen? Und wenn ja, warum nicht? Da muss ich wahrscheinlich auch irgendwas hin. Da würde es jetzt gehen, weil das auf dem anderen draufsteht. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch probieren könnte, wäre quasi nochmal eine Brücke. Was ist denn die? Halber Stock? Ich will keinen halben Stock, ich will eine Brücke. Da. Brücke. Mal auf Alt. Warte mal, da muss ich wahrscheinlich da vorne hin. Ich würde die nämlich gerne hier dazwischen noch bauen. Ja. So in der Art habe ich mir das gedacht. Ist ja schon mal ganz gut. Können wir auch. Aber wir können es nicht in Eisen machen, ne? Nee, weil da brauchen wir echt viele Stahlstangen. So, aber dann kann ich jetzt auf jeden Fall hier dann noch mit diesen Wänden arbeiten. Hoffe ich. Sollte zumindest so sein, ne? Yep. Weil dann müssen sie ja nämlich hier entlang. Also sollten die hier hochkommen, ne? Ist das Nächste. Die müssen erstmal hier hochkommen. Ah, Mann. Muss ich da auch was hinbauen? Wahrscheinlich, ne? Also wenn sie darunter fallen, wäre es ja im Grunde relativ egal, ne? Ich kann aber, glaube ich, diese Zäune hier, die kann ich, glaube ich, nicht upgraden, ne? Und ich weiß auch nicht, inwiefern die hier sinnig sind. Nicht wirklich, ne? Naja, einfach mal wegen ausprobieren, das geht dann schon. Ne, nicht den. Das da. Ich bin halt da wirklich noch Noob, ne? Das ist klar. Okay, aber das haut nicht hin, weil dann versperre ich mir im Grunde die zwei Pendel. Das haut nicht hin. Das da geht auch nicht. Nee, das haut nicht hin. Da müsste ich dann quasi nochmal eine Brücke hinmachen. Schauen wir mal, dass wir noch ein paar Stahldinger herstellen, wenn es geht. Da. Stahlstangen. Oh, doch. Könnten wir mal 20 Stück machen, würde ich sagen. Herstellen, das passt dann schon. Hier muss ich halt, wie gesagt, dann noch ein bisschen Rundweg machen. Ich weiß, ich baue kompliziert. Ist egal. Ist total egal. Hauptsache, die kommen hier irgendwie den Weg lang. Zement. Na super. Können wir gerade mal noch 7 Stück bauen. Aber ich müsste ja in den Kisten eigentlich auch noch was haben. So, die müsste ich ja auch noch upgraden, ne? Weil wenn die Explosionsdingsen da kommen, dann wird das schon ein wenig heftig. Upgrade? Achso, das sind die Dinger. Ja, hier würde ich natürlich dann... Ist die Frage, ne? Wenn ich da noch eine Bodenplatte hinmache? Jetzt komme ich natürlich so hin, ne? Das ist klar. Und ich glaube auch nicht, dass die hier wirklich hochkommen. Ich glaube nicht. Zumindest aktuell noch nicht. Machen wir es so. Wir gehen jetzt mal nach vorne. Da haben eh schon wieder welche randaliert. Lass mal dann hier noch ein bisschen explosionsfest machen. Jetzt fehlen mir Nägel.
Ich sollte mir hier wirklich eine Wand hinsetzen mit Tür, dass ich da schneller durch bin. Das wäre nämlich dann die hier. Das kann ich schon reparieren? Nee. Das mache ich noch nicht. Ist jetzt ein bisschen Risiko, deswegen mache ich jetzt halt mal hier das hier. Wir machen das Ding abreißen. Ich müsste ja eigentlich wieder irgendwas an Materialien zurückbekommen. Dann machen wir hier jetzt nämlich bauen. Und zwar eine von den Wänden mit Tür. Was fehlt mir da? Nägel. Naja, gut. Stellen wir halt da mal ein paar Nägel her. Nein, nein, nein. Uff, oh Gott. Das ist mir schon so oft passiert, ne? Ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht. Dass ihr mal vergesst oder so. Oh, nice. Dann machen wir doch gleich einmal 50 Stück. So, dann schauen wir mal, ob wir hier so eine Wand herkriegen. Mit Tür. Bauen. Ja, geht hin. Müsste ich allerdings dann vielleicht so hinsetzen, ne? Ja, ich glaube, die setze ich mir so hin. Dann ist es ja auf jeden Fall noch zu. So, T-Upgrade. Können wir machen. T-Upgrade. Jawohl, können wir machen. Perfekt. Dann haben wir das auch noch als aus Metall. Und wir können hier dann jederzeit durch. Das ist schon mal gut. Sind wir schon mal wesentlich schneller. So, Nägel haben wir jetzt halt. Jawohl. Da oben die Treppen können wir noch upgraden. Es geht mal halt wirklich darum, wenn jetzt diese Viecher kommen, ne? Die uns hier mit Explosion und so weiter drangsalieren. Ja, da bist du jetzt wieder am Falschen. Da musst du dann daher. Da, Eisenplatten. Boah, mach mal halt einmal 11 Stück. Das wird schon passen. Kannst ja mal offen lassen, ist ja egal. Genau. Das da upgraden. Ja, das muss ich erstmal reparieren. Dann kann ich es upgraden. Dann würde ich sagen, das da noch. Ist halt nur so eine Halbwand, ne? Aber trotzdem kostet das zwei so Stahldinge. Das ist sonst alles jetzt halt aus Metall, ne? Also upgraden kann ich das ja nicht mehr. So, dann müsste man eigentlich hier rumgehen. Ja, und dann habe ich keine Stahlstange mehr. Und da bräuchte ich auf jeden Fall... Na gut, ich bräuchte Stahlstangen und ich bräuchte Eisenplatten. Und dann natürlich auch... Oh Gott. Ja. Das braucht man natürlich einiges. Ich meine, hier am Anfang denke ich mal, dass es noch in Ordnung ist. Da oben muss ich halt auch noch machen, ne? Oh Mann, ich habe Bauerei. Komm, wir können mal schauen, ob wir wenigstens die Fundamente noch hinsetzen können. Ja, das geht auf jeden Fall. Mach mal deinen Ding rein. Die Treppe könnte... Ja, ich könnte erst nochmal die Treppe wegbauen. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Materialien zurück. Okay. Dann bauen hier Fundament. Hm.
Ja, das Dumme ist halt, dass ich. Da müsste ich halt dann entweder auch nochmal Treppe hinmachen oder ich baue nochmal hier so ein Podest. Geht nicht. Okay. So, und das wäre dann quasi, wenn die Treppe weg ist, da noch, ne? Ein bisschen Zeit habe ich noch. So. Aufrüsten werde ich es nicht können. Da ist jetzt die Frage, soll ich da. Halber Stock, was ist ein halber Stock? Okay. Das bringt mir aber auch nicht wirklich was, ne? Da wäre es dann, glaube ich. Es geht nicht wegen der Mauer wahrscheinlich, ne? Wenn ich so ein Modul hinbaue? Das kann doch nicht sein, oder? Alter. Kann ich das wenigstens jetzt upgraden? Da geht es mir jetzt erst einmal ums Feuerfeste, ne? Das ist klar. Schauen wir mal, ob wir da noch eine Treppe hinsetzen. Ich weiß, das ist jetzt ein totaler Murks irgendwie. Aber andererseits ist es mir ja so ein kleines bisschen auch egal, ne? Genau. Mir geht es hauptsächlich darum, dass die hier bitte hochkommen. Gut. So, von daher die Treppe noch. Jetzt fehlen mir wahrscheinlich irgendwelche Steine. Oh, nicht einmal. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mal Ziegel. Die Welle geht auch gleich los. Es kommen ja noch solche Springer. Warte mal, wir müssen auf jeden Fall hier auch noch mal eine Treppe hinmachen. Dass wenn ich hier unten stehe. Warte mal, wir machen mal ein paar Ziegel noch. Und ich bin mal gespannt, von wo die kommen. Ziegel. Mach mal 8. Na, jetzt habe ich keinen Zement mehr. So, von wo kommt ihr heute? Da bin ich ja auch immer gespannt. So, kann ich hier irgendwas upgraden noch? Achso, das ist das Ding. Ja, ansonsten habe ich hier unten drunter, glaube ich, alles soweit. Ja, wir brauchen halt viel Eisen, ne? Ist klar. Ich meine, ich habe natürlich in den Kisten auch noch ein wenig Zeug. Ah, diesmal kommt er wieder von da. Öfter mal was Neues, oder wie? Habe ich eigentlich noch Bolzen? Da kommt schon der erste Feuertypse. Schauen wir mal, dass der uns da vorne irgendwas abfackelt. Ja, die hauen schon ganz schön rein, muss ich sagen, oder? Cool. Reparieren brauche ich es eigentlich noch nicht. Also wenn dann nur laden.
Aber auch da ist es noch voll. Genau, da schauen die Stacheln raus. Jetzt warte mal. Schauen wir mal, ob wir da noch so Bodenplatten, fundamentmäßig. So, und da eben auch. Und dann möchte ich mal schauen, ob ich... Werde ich verletzt? Nein. Okay, Zement und Stein. Zeugs. Das ist doch gut. Ah, schade. Die Meinung kann ich einem mitgeben. Ja, mein, das Gute ist ja, ich kann das von hier oben super schön laden, reparieren. Laden wir es doch mal. Sicher ist sicher, ne? Lieber jetzt laden als zu spät laden. Aber reparieren und das alles, das mache ich dann wirklich, wenn es erst mal soweit ist. Da glaube ich, werde ich verletzt, oder? Nein, auch nicht. Ich dachte, ich werde hier verletzt. Mann, ich bin ja schon froh, dass jetzt der der Feuertypi da nicht irgendwas in Brand gesteckt hat, ne? Ja, das sehe ich nicht viel. Also ich werde von diesen Stacheln auch nochmal da welche hermachen. Einfach hier ein bisschen am Weg entlang. Der wird hin und her kaut. Da wird er nach vorn kaut, nach hinten kaut, wird gepiesackt. Ah, schade. Also ich meine, sie kommen auf jeden Fall zu mir, weil sonst würden sie da unten nicht so schön brav reinlaufen. Ja, aber ist klar, ne? Das Ding verbraucht natürlich schon einige Ladungen. Was machst du jetzt da unten? Muss rein mit dir. Die Falle wartet. Also so richtig nachladen müsste ich noch gar nicht, ne? Einmal bis jetzt, aber gut, es wird noch kommen, ne? Ah, doch, die werden schon weit rausgehauen, ne? Der war jetzt ganz vorne fast, an dem Randstein da. Finde ich nicht schlecht. So, wir können da zumindest einmal erneut laden. Sie denkst nicht, das erneut laden kostet gerade mal einen einzigen Ast. Oh, ich habe gar keinen. Okay. Oh, ich hätte jetzt gedacht, es dauert noch ein bisschen, bis der soweit ist. Aber es ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie weit es die zurückhaut. Was es wirklich bis zum Bordstein hier vorne ist. Au, den habe ich jetzt nicht gesehen. Du Sau. Ich schaue mal, ob ich die Feuertypis, wenn da nochmal einer kommt... schon vorher erledigen kann. Also ich denke wirklich, wenn die hier hochkommen und werden dann hier von der Gondel gekickt, dann fliegen die halt hier runter, ne? Da könnte ich dann im Grunde alles spicken hier mit solchen Dingern hier, ne? Mit diesen Holzbarrieren-Dingern.
Da, der da. Wenn der natürlich vorher schon niedergeht, dann wäre das natürlich auch nicht schlecht. Ist da jetzt einer explodiert? Die kommen da halt nicht wirklich weit, ne? Ja, ich meine, wir müssen da auf jeden Fall einiges reparieren, das ist klar, ne? Spiel gespeichert. Oh, das Ding pendelt und pendelt. Stunde 1. Ich meine, die Welle ist ja noch nicht zu Ende, ne? Da kommen schon noch welche. Aber, also es sah jetzt so aus, als würde doch hier irgendwer... explodieren. Reparieren brauche ich es auch noch nicht. Ich mag die nicht. Die spucken immer so grünes Zeug. So muss ich das Ding eigentlich reparieren? Ach, wahrscheinlich wegen dem Feuer, ne? Ja, ich habe so viel Patronen, da kann ich denen schon mal eine mitgeben. Obwohl, wie viel habe ich denn noch einstecken? Ach doch, massenhaft. Na, wo sind sie? Ah, da vorne sehe ich gleich nochmal so ein Feuertypi. Ladungen zumindest neu, oder? Was machst denn du jetzt? Der schmeißt irgendwelche Sachen. Oh Mann. Warte mal. Gehen wir jetzt mal runter. Den halt nicht, ne? Dummer Hund. Reparieren. Oh, super. Das brauche ich ja genau jetzt, weißt du? Oh Mann. Warum gehst du eigentlich in die Knie? So, finde ich auf jeden Fall schon mal nice. Da haben wir wieder einiges bekommen. Vor allem von denen werde ich wahrscheinlich recht viel bekommen, ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht, was da unterwegs so alles fallen gelassen wurde. Muss ich mal gucken. Also sollte ich hier irgendwie... Was ist das? Stück Eisen. Ich habe ja den einen
Explosionstypi hier irgendwo erledigt. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der irgendwas hat fallen lassen oder nicht. Wenn ich es jetzt halt übersehe, naja, dann ist es halt so. So, das hat noch 95%. Das hat noch 94%. Also ist ja noch in Ordnung. So, das Blöde ist natürlich, wenn ich irgendetwas übersehe vom Reparieren her, ne? Und es geht mir dann im Laufe der Zeit kaputt, wäre das nicht gut. So, schauen wir da noch. Ich werde auf jeden Fall von diesen Stacheln noch einige aufbauen. Ja, da sind sie diesmal nicht so weit vorgekommen. T-Upgrade? Kann ich dich upgraden? Nee, da fehlen mir wieder Eisenstangen. Warum ist denn das Zeug so teuer? Das kann ich nicht reparieren? Okay. Reparieren ist kein Thema. Upgrade? Können wir nicht. Aber auf jeden Fall nicht reparieren. Und dich auch nicht reparieren. Das ist doch schon mal cool. So, Upgrade. Reparieren und neu laden. Also ich finde, dass das ganz gut gehalten hat alles. So, da habe ich jetzt auch nichts angezeigt. Die Stacheln sind halt im Grunde schnell verbraucht, ne? Das stimmt schon. So, aber hier habe ich nichts zum Reparieren. Das ist schon mal gut. Schauen wir mal unten drunter. Jawohl. Also zum Glück habt ihr mir das gesagt. Also einer von euch hat es mir ja gesagt, von wegen mit dem Mausrad kann ich durch die verschiedenen Ebenen scrollen. Ja, die sind auf jeden Fall schon bis zu dem Schnetzler gekommen, ne? Kann aber auch sein, wie gesagt, dass die das hier schon ausgelöst haben, ne? Das haben wir auch schon festgestellt. Die reparieren. Ne, da kann ich jetzt nichts machen. Da ist noch irgendwas mit reparieren. Nochmal, jawohl. Noch irgendwas? Das da. Alles nehmen natürlich. So, R. Hier irgendwas? Nö. Das da können wir reparieren. Das mache ich aber eigentlich dann auf der anderen Seite. Weil ich möchte eh ein paar Stahldinger herstellen. Da haben wir noch was reparieren. Ah, da müssen wir halt echt gucken, dass wir das aufrüsten so schnell wie möglich, ne? Wand, ich dachte es mir jetzt gerade schon. Tee reparieren. Da haben wir jetzt halt eigentlich alles. Was ist das? Wahrscheinlich unten drunter die Basis. Da muss ich da auch mal gucken. Nö, da passt dann alles. Wie ist es mit dir? Upgrade. Upgrade. Reparieren. Ich gehe das mit euch auf jeden Fall durch. Ich meine, wenn es jetzt den einen oder anderen nicht interessiert, wie ich jetzt halt hier repariere, dann kann ich das auch verstehen. Aber ich finde, das gehört halt auch immer noch dazu, ne? Okay. Passt. Sind die doch bis daher gekommen? Nee, ne?
Der 8 ist wahrscheinlich wegen dem Explosionsding. Das kann's sein. Upgrade. Reparieren. Da auch. Aber es ist klar, ne? Aber das ist dann halt echt, das macht zu viel Arbeit hinterher dann. Das ist so ein Punkt, der mich ein bisschen stört, ne? Also selbst wenn du es dann auf Eisen abgegradet hast, musst du es auf jeden Fall auch reparieren. Weil du denkst, ey, hallo, ich upgrade das Teil. Das soll gegen Explosionen halten. Und dann musst du es reparieren. Weil ein bisschen Feuer war. So, schauen wir mal da oben noch. Also reparieren möchte ich auf jeden Fall alles, ne? Ganz egal, ob oder ob nicht oder wie auch immer. Upgrade kann ich nicht machen. Da können wir noch reparieren. Ich meine, das ist jetzt halt ja von den Kosten her echt... Das ist ja gar nichts. Im Gegensatz zu dem, was du dafür zahlst, wenn du es baust. Okay. Dann haben wir das. Da wollte ich nochmal gucken. Upgrade, Upgrade. Okay. Nee, dann brauchen wir einfach nur noch viele, viele Eise. Die werde ich wahrscheinlich auch lassen hier. Na komm, geh rein. Bearbeiteter Stein, glaube ich, waren es zwei. Zement habe ich jetzt halt aber keinen Kalkstein. Kalkstein habe ich auf jeden Fall in der Kiste. In irgendeiner. Sogar der richtige. Tun wir das mal rüber. Tun wir mal Kalkstein rüber. Ach, da habe ich auch noch Ziegel. Und sowas. Stück Eisen nehmen wir mal raus, weil ich glaube, wir können uns ein paar Eisenbarren machen. Eisenbarren können wir uns 6 Stück machen. Stahlbarren können wir uns zumindest vielleicht mal 10 machen. Wer klopft? Kommt da Besuch? So, zum einen würde ich das da gerne upgraden. Ich weiß schon, das ist jetzt halt eigentlich die unwichtigste Fläche, aber ich kann hier unten schön durchschauen. Dann würde ich das hier gerne... Ach so, weil ich keine Äste habe, ne? Was wollt denn ihr jetzt da noch? Die Welle ist vorbei. HF nehmen. So. Dann wollte ich auf jeden Fall auch die da noch upgraden. Ey, es sind halt echt 3 Stahlstangen für das Ding, ne? Das ist eigentlich schon heftig. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar von den Spitzen da herstellen können. Nein, können wir nicht, weil mir Äste fehlen. Ey, das ist... Warte mal, aber wir müssten doch irgendwo auch Äste noch... War das nicht so, dass ich die noch irgendwie herstellen konnte? Täusche ich mich da jetzt so sehr? Doch, Ast, hier. Mit den Dingern, mit den Ranken konnte ich das machen. 24 könnte ich herstellen. Mach mal. 24, dann können wir nämlich auch noch Eisenbarren herstellen. Aber da würde ich jetzt sagen, machen wir halt einmal 14. Dann kann ich nämlich nochmal, keine Ahnung, 5 Stahlstangen. Eisenplatten stelle ich nicht her, weil da habe ich echt noch viele in der Kiste. In der Kiste. Oder habe ich die schon rausgenommen? Da habe ich sie doch.
Wir haben auch noch ganz viel Eisenerz. Können wir eigentlich auch immer rausnehmen, ne? Ohne Probleme. So, was war jetzt da nochmal? Da waren diese Komponenten, ne? Motoren und so weiter. Sicherungen, Zellen. Es wäre vielleicht mal was, was wir uns anschauen im nächsten Part dann. Ja, würde ich sagen, wir schauen uns das nächste Mal so ein bisschen die Elektronik an, was ich da so machen kann. Ich weiß, es ist ein bisschen ein komisches Ding, was ich da hingestellt habe, aber ich probiere einfach mal ein bisschen aus. Also stört mich das eigentlich gar nicht. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, lasst Kommentare da und ich täte mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.